Ja, das Coole daran ist, wir können hier ständig Erfahrungspunkte farmen, ne? Ja, das finde ich irgendwie ganz lustig. Na komm, dann warte mal, nochmal speichern. Ach, da kommt schon der nächste. Machen wir einen vernünftigen, ne? Und vielleicht ein Kugelblitz mal. Gute. Es scheint nach da zu gehen. Oh, da wird es dunkel. Hinter uns ist ein. Sag mal, geht's noch? Ja, also Tierkunde scheint nur äußerst selten zu gehen. Ich habe gedacht, dass man vielleicht eine Cooldown-Zeit hat. Okay. Warte mal, ich muss mal das Mikrofon näher holen, sonst 14 Steigerungspunkte. Ich mache das jetzt immer wieder, wenn es geht. Was geht, Digga? Heilkunde, Wunden, Magiekunde könnte man mal. Ja. So, und jetzt nach hier hinten rein. Nehme ich zumindest so an. Aha. Ach so, ja, stimmt. Hier war was. Cut-Szene. Ach du liebes Bisschen. Diese Burschen hat es wirklich böse erwischt. Hey. Schau dir nur die vielen Bisswunden an. Ja, das, ich kann es zwar nicht sehen, aber. Kannst du mir vorstellen? Ein bisschen zwielichtig sehen die Kerle ja schon aus. Ich frage mich, wo sie mit ihren Ochsen hin wollten. Sicher haben sie nicht gewusst, dass dieser Blutwolf hier wütet, sonst hätten sie bestimmt einen anderen Weg gewählt. Falls sie was Zwielichtiges vorhatten, dürfte ihr Plan jedenfalls vereitelt worden sein. Ein Blick auf ihre Ladung zu riskieren, klärt vielleicht einiges auf. Mal sehen. Exotische Dinge und Speisen und ein Brief. Nichts, was uns interessieren müsste. Aha. Darf ich mal sehen? Hier, bitte. Aber jetzt lass uns den Blutwolf finden, bevor der Meister ungeduldig wird. Ich glaube, das müssen wir gar nicht. Lass mal gucken. Oh. Schöne Sachen hier. Nein, ich möchte das nicht im Ochsen ablegen. Toter Mann. Ah, da hinten. Geweihhelm. Ah, warte mal. Schnell. Da hinten kommen nämlich schon die Wolfies an. Geweihhelm. Geweihhelm, Geweihhelm. Rüstungen können im Kampf nicht ausge... Das ist doch wohl nicht wahr. Was soll denn das werden jetzt hier? So. Achso. Erstmal den hier. Und dann den Culminatio Popatio Schmatio Ratio Farm. Einmal drauf. Weiß gar nicht, ob ich so viel Mana habe. Culminatio. Da ist der Blutwolf. Hesinde, steh uns bei. Oh, er greift mich an, der Blutwolf. Schiete. Okay. Na, das wird krass. Welcher Wolf ist denn am meisten weg? Nö, dann machen wir da auf den. Oh, ich muss auf meinen Charakter aufpassen. Ein unübersichtlicher Kampf. Einer ist schon weg. So, ich kann gar nicht sehen, ob meine Kleine da
schon vielleicht halb tot ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben eigentlich nur noch ganz wenige Wolfies am Start. Ja, Blutwolf ist auch bald hinüber. Da haben wir's. Da! Wer sagt es denn? Wir haben das Blut. Der Magister wird stolz auf uns sein. Lass uns zurückgehen. Noch nicht. Alter. Wie viel muss ich dich noch trainieren, damit du endlich mal die Wolfies vernünftig ausnimmst? Ja. Wenn ich meckere, funktioniert's wohl. Okay. Toter Ochse. Toter Mann. Hat nichts. Toter Mann. Oh. Geweihhelm. Kann ich eigentlich zaubern, wenn ich einen Geweihhelm aufhabe? Ich weiß, sie sehen total bescheuert aus, die Dinger, aber wenn man nichts anderes hat. Ja, wirklich voll bescheuert. So. Ja, ich kann auch zaubern, wenn ich einen Geweihhelm auf habe. Alter, ich trockne hier aus. So, dann lass uns. Ah, halt mal, lass uns mal speichern. Hier bin ich letztes Mal, glaube ich, in die falsche Richtung gelaufen und deswegen umgebracht worden. Und ich tue es wieder. Muss in diese Richtung. Halt mal. Unser erster eitriger Krötenschemel. Da ist er doch sonst immer ran so richtig schön gescheitert. Oh, nö. Not this time, baby. So, kriegen wir jetzt immer noch Wolfs Respawn ohne Ende. Warte mal kurz. Ich wollte ja eigentlich immer 98 Steigerungspunkte. Ach, guck mal. Wunderschön. Also ich mag eigentlich den Defaxius und den Armatrutz. Letztlich mag ich eigentlich nicht so gerne. Die Kulminatio hoch. Level. Jetzt können wir auch den Blitzdichtwind machen. Ich muss mich dran gewöhnen, den Haken zu setzen. Heilkunde Gift gebe ich ihm auch mal. Und zwar bis zum Anschlag. So. Alter, sieht das mit diesem Helm bescheuert aus. Vor allen Dingen, weil da dieses abgebrochene Horn dran ist. So. Also die Wölfe hier sind nicht despawned. Da können wir vielleicht noch mal ein bisschen suchen. Nö. Das mal gar nuscht. So. Halt, Würselkraut. Ja. Auch das Kräuterpflücken scheinen sie die Animation ein wenig gekürzt zu haben im Vergleich zu Drakensang Originalspiel. So, wollen wir mal sehen, was der Magus jetzt vorhat. Der Grand Magus. Der Turm ist geil. Ich will sofort so einen Turm zum Wohnen haben. Ja, eigentlich wohne ich ja in so einem Turm. Ich wohne im 12. Stock. Aber leider mit viel zu vielen Menschen zusammen. 400 Mietparteien, müsst ihr euch mal vorstellen, und die haben jetzt hier von der Vermieterfirma Schilder in die Gänge gehängt, also Zettel in die Gänge gehängt, wo steht, dass nur eine Person gleichzeitig den Fahrstuhl benutzen darf, egal ob Maske oder nicht, ne? 400 Mietparteien in einem Haus, ne? Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie lustig das ist. Ja, seitdem nehme ich gesunderweise die Treppe. Öfter mal. Moin. Habt ihr das Blut? Jo.
Ausgezeichnet. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Das war keine leichte Aufgabe. Naja. Bevor ich mich wieder meinem Experiment widme, möchte ich euch noch etwas überreichen. Folgt mir. Was denn? Kriege ich jetzt einen vernünftigen Zauberstab? Ihr habt euch als äußerst talentiert erwiesen. Mhm. Eure Ausbildung könnt ihr hiermit als abgeschlossen ansehen. Bevor ihr geht, möchte ich euch noch etwas überreichen. Ja, ich kriege den Zauberstab. Ich würde aber trotzdem gerne Bogen lernen. Weil ich irgendwie Stäbe nicht mag. Entschuldigung, mein Bauch knurrt wieder. Alle meine Schüler erhalten, wenn sie die Truppe verlassen, einen magischen Gegenstand als eine Art Zeugnis ihrer Ausbildung hier. Ach, was war das denn? Da hinten hüpft was auf und ab, wie es aussieht. Eine hüpfende Box. Ah, guck mal. Ich hoffe, es wird euch von Nutzen sein. Okay, hab Dank, Meister. Ich hoffe, auch als Kampfmagier konntet ihr etwas dazulernen. Ja, irgendwie schon. Wenn ihr mich nur entschuldigen wollt, ich muss mich wirklich wieder meinem Experiment widmen. Solltet ihr euch noch weiteres magisches Wissen aneignen wollen, benutzt einfach das Buch der Zauberkunde in meinem Arbeitszimmer. War das das, was ich gefunden habe? Das mit den komischen Dingen? Seelensplitter! Digga, der ist gut. Den hatten wir letztes Mal schon irgendwie aus... hatten wir den nicht von dem Nekromanten bekommen? Dieser Stab wird gerne als Belohnung vom Meister an ihre Schüler übergeben. Er stärkt die astrale Kraft des Trägers. Nee, das war was anderes. Der Stab, den ich meinte, der hat hier Astralenergie plus 10. Na geil. Den ich meinte, der von dem Nekromanten in Talon, der hatte nämlich einen Fulminictus Donnerkeil drauf. Irgendwie so und so viel Prozent Chance auf Fulminictus. So, wo ist denn dein Arbeitszimmer? Da ist ein Buch, Codex Cantiones. Da, guck mal. Ich würde ja gerne wissen, was da drin ist. Ich glaube, das werden wir nicht erfahren. Okay, was könnte man denn... Fertigkeit kann erlernt werden. Das ist die Attributo, die mag ich nicht. Oh, Fulminictus Donnerkeil, gib her. Okay. Okay, also richtig viel gute Sachen kann man hier nicht lernen draus. Ich will ja nicht meckern, aber... Ich nehme an, jetzt ziehst du los, um die große, weite Welt zu entdecken. Ja, kommst du mit? Nicht wahr? Ja, komm mit. Wirklich schade. Wir waren ein ziemlich gutes Gespann. Irgendwie schon, ja. Du auch? Ja, das ist, da hattest du recht. Ich habe noch eine Rechnung mit den Flusspiraten offen. Und da ist noch jemand, dem ich etwas schuldig bin. Du könntest mich ja begleiten. In nichts, was ich nicht auch alleine... Das würde ich gern. Sehr gern sogar. Aber das geht wirklich nicht. Schade. Ich werde hier gebraucht und meine Studien sind noch lange nicht beendet. Vielleicht eines Tages... Ich mag deine Stimme und du bist nett. Vielleicht kommst du ja ab und an mal zu Besuch. Ich freue mich jedenfalls auf ein Wiedersehen. Oh, süß. So. Ja, nö, die will ich als Begleitung haben, auf jeden Fall irgendwann. Ich weiß jetzt nicht, ob das geht. Alter. Na? Und ich hatte am Anfang wirklich sowas gegen sie. Nee, also es ist echt ein Wahnsinn. An wie wenig ich mich aus dem Spiel erinnere. Ja, aber ist ja nun auch wirklich lange her. Halt! Ach so, ist ja noch ein Stockwerk weiter runter. Ich dachte schon, ich war aus Versehen beinahe rausgegangen. Aber ich glaube, das geht gar nicht. Weil da so eine Ecke davor ist. So. Persönliche Reisekiste. Aber ich packe hier mal noch ein paar Sachen rein. Und wir müssen unbedingt die ganzen komischen Bücher verkaufen, so bald wie möglich. Aber jetzt will ich erstmal hier die ganzen, diese ganzen Crafting-Gegenstände. Lalalala. Oh, guck mal, was wir alles für schöne Sachen da gefunden haben bei den... Bei den Horstis da. Entschuldigung, Horsti. So. Kleiner Ballenstoff.
Ich glaube, den kann man nicht vercraften. Ich vercrafte das einfach nicht. So gut, haben wir denn eigentlich irgendwelche Questen noch offen? Nö, alle geschlossen. Okay, keine Questen offen. Ich bin begeistert, nee. Also, ja, was machen wir denn jetzt? Meine Güte. Wir sind fertig mit dem Spiel. Ja, liebe Freunde, es war mir eine Freude für euch ein Honk gewesen zu sein. Das ist das Ende vom Let's Play. Ich nehme das mal nicht an, sonst hätten wir einen... Alter, was ist hier los? Ah, bleib kommt stehen, auf ein Wort. Agent Gerling! Digga, du bist nicht so dick wie letztes Mal. Gerling, könnt ihr euch noch dran erinnern, der dicke kleine Typi? Woher kennt ihr meinen Namen? Na schön, worum geht es? Ich wüsste nicht, was ich mit jemandem wie euch zu besprechen hätte. Woher kennt ihr meinen Namen? Na, nicht so voreilig. Ich wollte nicht gleich mit der Tür ins Haus fahren. Lasst mich erst einmal erklären, weshalb ich auf euch aufmerksam wurde. Ach, du bist auf mich aufmerksam geworden? Der Bart ist irgendwie seltsam. Es sieht aus wie zwei Nasenhaare. Wie ihr die letzten Schritte eurer Ausbildung beim alten Brotbart angegangen seid, einfach grandios. Besonders wie ihr diesen Bohrengeweihten ausgetrickst habt. Sehr gewieft, das muss ich schon zugeben. Ja. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Ich jedenfalls schäme mich dafür und überhaupt, was wollt ihr von mir? Spart euch die Scharaden, werter Herr, und kommt endlich zum Punkt. Um was geht es eigentlich? Ihr solltet dem keine allzu große Bedeutung beimessen. Ich tat, was mir aufgetragen wurde, verratet mir lieber, für wen ihr arbeitet. Dazu komme ich gleich. Am aufschlussreichsten war aber die Geschichte mit diesem Blutwolf. Ein Jammer, dass keiner der Schmuggler vor ihm bewahrt werden konnte. Die Burschen hätten uns bestimmt einiges erzählen können. Ach, Schmuggler. Genug, woher wisst ihr das alles? Wer seid ihr? Blutwolf, Schmuggler, also mir reicht es jetzt. Ich will wissen, was hier gespielt wird auf der mein Stelle. Mein Name ist Gerling und mein Amt bedingt, dass ich stets gut informiert zu sein habe. Ganz frei heraus. Ich bin während meiner Ermittlungen zu den Piratenüberfällen über euch, nun sagen wir mal, gestolpert. Ihr seid den Flusspiraten auf der Spur. Was habt ihr herausbekommen und was haben diese Schmuggler damit zu tun? Das ist mir selbst noch nicht ganz klar. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das sehr bald in Erfahrung bringen werden. Doch das sollten wir an einem ruhigeren Ort bereden. Na gut, einverstanden. Nach euch. Darüber muss ich erst nachdenken. Ihr habt mir noch immer nicht verraten, für wen ihr arbeitet. Ihr lasst wirklich nicht locker. Das gefällt mir. Zu meinem Bedauern muss ich euch diese Information vorenthalten. Vorerst. Wir sollten wirklich an einem ruhigeren Ort darüber reden. Gerling, du dickes Tier. Aber er ist echt, jünger, ne? Und dünner und überhaupt. Und dieser... Ja, den hat er ja später auch, diesen Bart, ne? Einverstanden, nach also euch. Also gut, folgt mir. Ja, wahrscheinlich geht es zurück. Achso, wir müssen ihm nicht folgen. Ja, ich wusste doch, es geht gleich in die Kneipe, glaube ich, oder? Nee, hier in die Ecke. Hier dürften wir ungestört sein. Meine Gefolgsleute. Moin. Zagen und... Feires Luchsauge. Offenbar wollen wir alle den Fluss auf die Schliche kommen. Mir schwebt da eine Zusammenarbeit vor. Zusammenarbeit? Ist das nicht ein wenig voreilig? Ach du meine Güte. Informationsaustausch die Rede, nicht mehr. Uns fehlen die Leute, um auf solch wichtige Hilfe zu verzichten, Jakon. Mein Gespür sagt, wir sollten Vertrauen haben. Gerling hat bisher immer einen guten Riecher gehabt. Es ist ohnehin nicht allein an uns, über ein gemeinsames Vorgehen zu entscheiden. Schließlich stecken wir alle zusammen in dieser Geschichte, nicht wahr? Also, was sagt ihr? Wollen wir in dieser Angelegenheit zusammenarbeiten? Mir bleibt nichts anderes übrig und ich erinnere mich gerade so halbwegs, wir werden, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, was passiert, aber wir werden einen schlimmen Kampf zu erledigen haben, einen wirklich schlimmen. Also bisher war alles Pillepalle dagegen, was wir hier gemacht haben. Ich bin dabei, wenn ihr mir endlich sagt, worum es eigentlich geht. Ihr verlangt viel von mir. Sicher, wir verfolgen gemeinsame Ziele. Ich traue euch nicht. Okay, ich nehme mal das. Meinen Quellen zufolge soll heute Nacht nach der Ausgangssperre ein Schiff im Hafen anlegen. Ausgangssperre? Es soll Hehlerware an Bord haben, die aus den Piratenüberfällen stammen könnte. Jedenfalls werden wir uns das mal genauer ansehen. Nach der Ausgangssperre ist das nicht zu riskant? Der Hafen wird doch sicherlich auch von Patrouillen bewacht. Heute aus Piratenüberfällen? Warum ausgerechnet Nadoret? Ich verstehe nicht. Nadoret ist einer der letzten größeren Handelsposten vor Ferdok.
Vielleicht soll die Ware von hier aus auf dem Landweg weiter transportiert werden. An wen erinnert mich der Typ? Zudem ist nicht sicher, ob Nadoret der einzige Ort am Fluss ist, der für diese Zwecke genutzt wird. Eine andere Möglichkeit wäre, dass es immer nur einen Platz gibt, der ständig wechselt. Wobei ziemlich knapp angezogen, ne? Alles schön und gut, trotzdem scheint mir Nadoret als Umschlagplatz zu unsicher. Der Hafen wird doch während der Ausgangssperre sicherlich von Patrouillen bewacht. Wenn ihr da recht habt, bleibt uns wirklich nur diese Nacht um, naja, nehmen wir das erste. Normalerweise hättet ihr damit recht. Doch nach allem, was wir in Erfahrung bringen konnten, wird es in dieser Nacht keine Patrouillen geben. Das ist ja mal seltsam. Eine schwierige Angelegenheit. Der Einfluss der Hintermänner muss weitreichender sein, als wir bislang vermutet haben. Nun ist die Frage nur, wie weitreichend? Oh, oh. Es hilft alles nichts, wir finden es nur heraus, wenn wir uns selbst ein Bild von der Lage machen. Na la la la. Mir würde es schon reichen, wenn wir dieser Piraten habhaft werden könnten, aber eins nach dem anderen, wie sieht euer Plan aus? Sobald ihr bereit seid, wird euch Jakon nach Einbruch der Dunkelheit zu unserem Treffpunkt bringen. Dort besprechen wir kurz die letzten Einzelheiten und brechen dann gemeinsam auf. Okay. Ich habe verstanden, hoffen wir, dass alles gut geht. Ach, wenn es weiter nichts ist, ein Kinderspiel wird das. Ich spüre, dass ihr euch der Gefahr bewusst seid, in die wir uns begeben. Mhm. Vergewissert euch, dass ihr gut genug vorbereitet seid. Und trefft Jakon dann hinter der Taverne am Marktplatz. Natürlich, ich werde mich vorbereiten und komme dann zur Taverne. Kennt hier eigentlich jeder meinen Namen? Ich fürchte, ja. Wäre ja alles gesagt, nicht wahr? Ihr müsst mich nun entschuldigen. Auch ich habe noch einige Dinge vorzubereiten. Ach, und haltet euch bedeckt. Zu niemandem ein Wort über unsere Mission. Nicht mal zu Ardo? Ich wollte jetzt gerade zu Ardo gehen. Augenzwinker, Mission, welche Mission? Oh, dieses ganze Gelaber hier wieder.